März 1945. Wir sollen mit der 9. Panzerdivision und der 99. die Brücke von Remagen einnehmen. Wenn wir es rüberschaffen, bricht der deutsche Widerstand zusammen. Ich wäre so gern bei Hazel, wenn unser Baby kommt. Aber ich muss Pearson überzeugen, mich wieder aufzunehmen. Ich tue das, um Sussman zu finden, weil er dasselbe für mich tun würde. Falls ich nicht nach Hause komme, hab ein Auge auf sie, Paul. Oh, oh. Was wird das denn? Nach was sieht's aus? Selbstmord. Geh da lieber nicht rein. Pearson hat einen im Tee. Danke für die Warnung. Soll das ein gottverdammter Scherz sein? Ich suche weiter nach Sussman. Holen Sie sich beim Kaplan aus. Ich kann nur Leute brauchen, die Befehlen folgen. Und Ihre Befehle, als Sie sich weigerten, Ihre Leute zurückzulassen in Kasserin? Was haben Sie da gesagt? Die Wahrheit. Verschwinden Sie, solange Sie noch können. Davis hat's mir gesagt. Es war nicht Ihre Schuld. Sie wollten das Richtige tun für Ihr Platoon. Los, raus! Los, raus! Ich bleibe, wo ich bin. Ich sagte raus! Gott verdammt! Mein Befehl war es, zurückzufallen. Doch ich hielt mich für schlauer. Ich sagte den Männern, dass wir den Pass halten, bis die Verstärkung kommt. Doch die kam nie an. Sie kam nie an. Sie haben wohl recht. Ich trage diese Schuld. Jetzt raus. Nicht ohne mein Platoon. Sie halten sich für mutig, ja? Machen Sie mal den Job Tag ein und Tag aus, während Ihre Leute krepieren. Turner hätte niemals so aufgegeben. Turner ist tot! Sein Tod soll Wert haben! Kein Opfer zu groß! Sie wissen nicht, wie es ist, Opfer zu bringen! Und was ist das? Entlassungspapiere, ausgestellt von Davis. Ich könnte heim. Ich könnte zu Hause sein. Als Held gefeiert. Und bei meinem Mädchen. Scheiße. Mit einer Medaille. Aber ich bin noch nicht fertig. Sie sind wohl verrückt. Verrückt ist gar kein Ausdruck. Meinetwegen. Sergeant? Jetzt folgen Sie mir, verdammt. Entweder jetzt oder niemals. Gehen Sie mir aus dem Weg. Dann sind hier alle da. Nein, einer fehlt. Holen wir unseren Freund zurück. Ja, Corporal. Falls Sussman lebt, dann hinter der Brücke. Wir müssen sie einnehmen. Okay, das ist sie. Die letzte Brücke über den Rhein. Wenn der Konvoi drüben ist, sind wir mittendrin. Wir jagen sie hoch. Alles oder nichts. Das ist jetzt das Finale. Okay, na los, spiel nach. Sichern wir den Brückenzugang. Ja, Sergeant. Kommt jetzt! Hey! Sie dürfen Ihre zweite Chance nicht vermasseln! Das werde ich nicht. Kommen Sie! Der Konvoi gibt uns Deckung, wenn wir zur Brücke vorstoßen! Okay, let's go!
Ich möchte einfach hinter dem Panzer entdecken und das ist doch mit der Schlauste, was ich machen kann. Es sei denn, es kommt ein RPG geflogen, das ging es gleich hinüber. Dann wäre es natürlich nicht so schlau. Aber ich denke mal, das Ding fährt noch ein bisschen, dann kann ich direkt in der Deckung nehmen. Das ist meine Deckung. Obwohl, das war deren Panzer, egal. Was soll ich eigentlich so als Sekundärwaffe? Oh, eine Bar! Warum nimmst du die Bar nicht als Primärwaffe, du Pisser, Alter? Warum? Oh, egal. Ist doch viel geiler. Guck euch das an, wie die ganzen Gegner dadurch sterben. Oh, da hat jemand auf den Panzer geschossen, glaube ich. Was ist dein Ernst gerade? War er ein Japaner? War das gerade Kamikaze? Was war das? Ja, bitte. Ich hab doch noch volle Leben. Hier, volle Leben. Es sei denn, der Panzer wird gleich in Luft gesch... Ist er gerade durch und durch gefahren? Komisches Gefühl bei der ganzen Sache. Weil letztes Mal, da wurde ich immer gewonshottet von irgendetwas. Und ich wüsste gerne was, wenn ich ehrlich bin. Einmal werde ich nicht gewonshottet, Alter. Was hat mich denn sonst die ganze Zeit immer gewonshottet, Alter? Ich bin einfach explodiert. Holy shit, Mann. Oh, muss ich heilen. Ich hab gesehen, dass ich so low bin. Ich hab gar nicht das so lange durchgehalten habe. Ich weiß, Leute, ich weiß. Muss mal heilen. Yeah. Weiter geht's. Scheiße. Okay, die sind alle tot. Whoops. Ja, genau deswegen haben wir Helme. Genau deswegen haben wir Helme, Leute. Was ist das hier eigentlich? Achso, das war die Waffe. Hat hier keiner von euch irgendwie einen Schrot oder so? Nein. Ich mach mal kurz den hier und so. Achso, da ist die Treppe. Okay, hab sie gar nicht gesehen, sorry. Oh shit! Fucking Rambo, Alter, mit dem Ding. Warte mal, ist es nicht genau das Ding, was Rambo auch hatte? Das sieht ähnlich aus, ne? Sorry. Besser. Gesichert! Was jetzt? Wieder runter? Ja, wir müssen wieder runter, okay. Let's go. Trupp, zu mir! Wir rücken zur Brücke vor! Hier wird Ausgang, okay. Die Krautfresser sprengen die Brücke. Wir müssen sie stoppen. Was wissen wir? Die fahren schweres Geschütz auf. Verschafft uns Zeit. Wir kümmern uns um die Ladungen. Okay, ich gehe voraus. Daniels und Stiles geben den Pionieren Deckung. Bereit? Na los, gehen wir! Ihr zwei! Entschärft die Sprengsätze unter dem Mauerwerk! Die Krautfresser fallen zurück! Unten und wachsam bleiben! Und Fahrrad! Geil, ich fahre jetzt mal nach Hause. Ich habe nur noch ein halbes Magazin von dem Ding. Das tut mir in der Seele weh, dass ich nicht mehr davon habe. Okay, hat denn nicht irgendeiner von euch gerade eine Pumpgun gehabt? Oder nicht? Habe ich da nie was gesehen? Na gut, jetzt bringt eine Schrufe auch nicht mehr unbedingt viel, ne? Naja, egal, jetzt mal nachladen.
Deckung. Holy shit, Alter, das ist doch gerade meine Deckung. Was mache ich hier gerade? Normal. Wie hab ich das gerade gemacht? Nee, wie von hier? Von hier? Okay, aber da hier komme ich nicht und ich kann ja auch nicht hier rüber, okay. Merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Oh shit. Tot. Ja, die sind definitiv tot. Let's go. Frag out, frag out, frag out. Kannst du wieder haben, Motherfucker. Was? Wo kommt der Schuss her? Wo zur Hölle kam der Schuss gerade her? Wow! Oh shit! Ich muss ausgerechnet dann speichern, wenn ich so low bin? Ich brauche ihre Position! Dankeschön! Werfe eine Granate! Alter, wie soll man denn hier vorankommen? Ja, dann gib mir Mörser-Scheiße her hier. Wirf mir Signal rauf rüber. Hier. Stellen wir ganz kurz. Schießen ein bisschen auf die. Bumm. Jetzt war's. Mehr nicht. Haben sie überhaupt irgendjemanden getroffen? Wow. Ich stehe noch gerade zwei Typen ineinander. Ich will gar nicht wissen, was ich gemacht habe, bevor ich angekommen bin. Nice, Embra. Ja, der bin ja richtig low gerade. Oh, was war das gerade? Ich habe einen Knacken gehört bei mir in der Wohnung. Keine Ahnung, was es war. Naja, nimm erstmal das Ding mit. Da kann ich auch noch ein paar Typen wegballern. Jawohl. Da war ich ja nicht rein, sondern ich ehrlich mal eine Schrotflinte. Anscheinend nicht. Wow! Mann, der hat mich erschrocken. Achso, ist eine Lampe, Alter. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das hier, Alter? Das waren alle! Perfekt. Meine Munition ist jetzt eh leer. Kurz nachladen. So, jetzt nehme ich das Ding mit. Was? Was habe ich gerade aufgesammelt? Ich habe keine Ahnung. Naja, wir nehmen jetzt mal das Ding mit hier. So, Rambo ist back im Game.
Warte mal, wo ich mal hier bin. Die Flieger werden die Brücke zerstören. Wir müssen diese Flaks einnehmen. Das Spiel sieht aber auch echt verdammt gut aus, ne? Daniel, schaue! Hier da! Bewegung, los! Nein, eine Granate! Eine? Ich hab alle geschmissen, die ich hatte. Sie kommen aus dem Westen! Sergeant, ich brauche Ihre Position! Achso, ist so dahin, okay. Wo ist das Ding? Ja, wo ist die denn? Ach so, das Ding. Ach, das Ding lädt noch. Alter, ich dachte, das brennt. I'm on my way. Ich bin am Rad. Links, Husky! Nice, nice, nice. Noch mehr? Du packst das, oh, shit. Oh, fuck! Erwischt! Deuter Feuer! Nach links! Das ist echt erstaunlich. Ich hab dich gesehen, Daniel! Er stürzt ab! Er stürzt ab. 2 Uhr! 2, wo ist 2? Ach, da. Haben die sich gerade in der Luft getroffen, die Gegner? Kacke! Ach, Kacke! Wie zur Hölle soll man das denn schaffen, Alter? Da kommen ja einfach nur immer gib ihn, Gegner! Du packst das, Daniels! Nicht nachlassen! Treffer! Dead Daniels! Linke Seite! Sie haben dich gesehen, Daniels! Yeah! Sehr gut! Er stürzt ab! 12 Uhr! Euch Pässe! Ich gebe euch Bretter! Yeah, sehr gut! Links! Feuer! Komm schon, schieß! Schieß! Alles klar! Unsere Flieger sind hier! Jetzt greifen sie uns mit allem an, was sie haben. Wir nehmen mal alles, was wir haben, ne? Ja, da, da, da. Ist der Link? Ja, da, 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 da. Das ist nicht gut, dass sie mir einfach von die Flinte rennen die ganze Zeit, meine Kollegen. Ja, werf zu den Scheiß! Hey, her damit! Kurz heilen. Jetzt gib mir den Mörser-Scheiß, Mann! Gib her! Keine Ahnung, wie ich da überhaupt durchkomme, Alter. Granaten geworfen! Ja, für Granaten! Wow! So knapp. Da kommen ja noch mehr. Warum stehe ich auf einmal hier? Ich stand doch erst noch viel weiter rechts.
Naja, war trotzdem cool. Hier stand ich, glaube ich, essen. Feindgesichter! Sie kommen raus! Alle Mann, Waffen runter! Waffen runter! Sie ergeben sich! Es ist vorbei! Es ist vorbei! Brücke erobert. Corporal Howard. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Es ist verdammt viel mehr fällig als das. Kommt schon her! Wir haben gerade Geschichte geschrieben. Als Erste über den Rhein. Was guckst du so, Deutscher? Wir wissen von einem Gefangenenlager in der Nähe. Davis hat angeordnet, auf Autorisierung für einen Einsatz zu warten. Aber Sie wissen ja, was wir von solchen Befehlen halten. Verstanden, Sergeant. Okay. Unser Platoon hat den ersten Brückenkopf am Rhein errichtet. Jetzt rollt unser Konvoi ins Herz von Deutschland. Das heißt, der Krieg wäre so gut wie gewonnen. Nicht für mich. Erst wenn ich Sass gefunden habe. Nachdem wir die Brücke bei unserer Ostmission verlassen hatten, durchsuchten wir die Lager auf dem Weg. Ich dachte, ich wüsste schon, wie Grausamkeit aussieht. Ich wusste gar nichts. Aber eins ist sicher. Ich werde diesen Anblick nie vergessen. Die Überlebenden sagten, man hätte die anderen Kriegsgefangenen, zu denen auch Sassmann gehörte, in ein kleineres Lager 3 Stunden östlich gebracht. Ich konnte nur hoffen, dass er noch lebte. Das Letzte. Das sieht mir nach Arbeitslager aus. Na los. Ich finde, hier sieht's verlassen aus. Es sieht mehr tot aus als verlassen. Die müssen gerade weg sein. Da drüben ist eine Baracke. Daniels, sehen Sie sich das mit Style Simon Yellow? Wir nach. Diese Baracke oder die da hinten? Okay, die nicht. Sie wollten verheimlichen, was hier passiert ist. Unsere Leute. Hol die Kamera raus. Die Welt muss es erfahren. Sie mussten dahin vegetieren wie Tiere. Wie es aussieht, gab es hier nichts als Prügel, Knochenarbeit und Hungerration. Yeah, ich will nichts sagen, aber ich glaube, dass wir Sassmann nicht lebend wiederfinden. Hier drüben. Die Nazis haben unsere Leute kaltblütig ermordet. Kein Feuer der Welt macht das ungeschehen. Ich schätze, hier wurde ein Exempel statuiert. Sie haben die Schwächsten abgeschlachtet. Alle, die zu langsam waren. Daniels, hier drüben.
Daniels, das müssen Sie sehen. Die Spur führt zu den Feldern. Da wurden Sie hingetrieben. Dann ist das unser Ziel. Erwarten Sie nicht zu viel, Corporal. Es war ein Versprechen an Sassmann. Wir finden ihn. Ob wir ihn lebend finden, ist was anderes. Sergeant, ich gehe vor. Sassmann! Oh! Schneller! Red! Red, erschieß ihn! Es ist wie ein Teufelskreis. Was ich getan habe. Was ich hätte tun sollen. Als ob mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet hat. Wir müssen nach Hause, kleiner Bruder. Paul! Du bist dort im Schnee gestorben. Und nur weil ich nicht... Verdammt. Ich komme, Sassmann. Du wirst nicht sterben, Bruder. Nicht jetzt. Nicht heute. Okay, beeilen wir uns mal lieber. Ich hoffe mal, ich gehe den richtigen Weg. Sassmann! Da war das also mit seinem Happy End. Weil, guck mal, es war ja erst in der Moment, wo Sassmann entführt wurde. Also gefangen genommen wurde und er der halt zu uns gesagt hat, dass wir ehrenhaft entlassen werden. Da hat er doch schon im Kopf so alles durchgespielt, wie das so sein könnte. Warum hat er seinen Bruder auch noch mit reingedacht? Weil er ist doch schon eigentlich tot gewesen, das weiß er doch. Oder er hat sich einfach nur halt vorgestellt, wie schön das halt wäre, so, wenn er doch noch leben würde. Aber das kann auch sein. Keine Ahnung. Sassmann! Ich versuche mich einfach zu beeilen. Hören Sie! Bewegung! Na, und da kommen die Deutschen. Vorbei. Ich träume wohl. Was ist geschehen? Ich dachte, wir bleiben zurück. Und ich sterbe hier ganz allein. Hier, trink. Schön langsam. Du hast immer auf mich aufgepasst. Und irgendwie auch heute. Es gibt nämlich nur eins, was dich auf dem langen Marsch antreibt. Und das sind die Brüder, die bei dir sind. Die Geschichte rief, und sie folgten. Von überall her zum Kampf für Frieden und die Freiheit. Ich danke ihnen. Und die Welt dankt ihnen. Und wo immer sie auch sein werden, sie gehören für immer zu einer Bruderschaft von Helden. Ja, das war's, Freunde. Sassmann wollte, dass du den kriegst. Ja, du brauchst ihn mehr als ich. Wegen Junior. Hast du wohl kein Vertrauen? Ja, das wird schon. Gentlemen. Queens! Der verlorene Sohn kehrt heim! Und, kommst du zurecht? Ich geh nochmal zu Sassmann. Sergeant? Kehren Sie jetzt heim? Ich bin daheim. Wollen Sie nicht auch bleiben? Ich vermisse Texas schon viel zu lang. Alles Gute, Bauernjunge. Danke. Und wenn mein Sohn fragt, wo ich war, sage ich, ich war bei der Ersten. Und dem irren Bastard Pierce. Gar kein Ausdruck. Falls du mal nach Chicago kommst. Sehr gerne. Oder vielleicht überrasche ich dich zuerst in Longview. Du wärst willkommen. Weißt du, als sie uns mitnahmen, raubten sie uns nicht nur die Freiheit. Auch wenn wir zusammen waren, waren wir doch allein. Es ging uns nur ums Überleben. Aber du hättest als Held heimfahren können.
Warum bist du es nicht? Ich sah dieses Leben. Ich konnte es nicht. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Der Traum war anders letzte Nacht. Diesmal kamen wir nach Hause. Zusammen. Ich höre immer noch die Wölfe, Paul. Manchmal sehe ich sie sogar. Du brachtest mir bei, sie abzuwehren. Darum gehört das dir. Weil ich durch dein Opfer lernte, dass ein Held alles riskiert für seinen Bruder. Und für mich bist du beides. Okay, Leute, das war's gewesen mit Call of Duty World War 2. Ich muss ehrlich sagen, es ist bis jetzt eigentlich das beste Call of Duty, was ich gespielt habe. Ich dachte eigentlich, der Story-Modus von Call of Duty Infinite Warfare ist schon relativ gut gewesen. Aber der hier, der war echt besser. Also der hat echt noch eine Schippe oben drauf gelegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Story-Modus war echt geil. Ich frage mich nur, was sie jetzt noch nächstes Jahr von Call of Duty rausbringen wollen. Nochmal Zweiter Weltkrieg? Oder doch nur erstmal in der modernen Zeit, also in der heutigen oder doch wieder in der Zukunft. Ich hoffe nicht Zukunft, Alter. Ich hab die Fresse voll vor dem rumgejumpt und rumgeboostert, ey. Oh Gott. Naja, ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Call of Duty oder bei irgendeinem anderen Spiel, ne? Man weiß ja nie. Und bis dahin, ich lasse die Credits einfach nur durchlaufen, ne? Falls noch irgendwas kommt am Ende oder so, das werdet ihr ja sehen, ne? Das werde ich doch ansonsten noch hinten ranschneiden. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Spiel. Bis dann, rein und wir sehen. Tschüss.